So, hallo, zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, im Januar 2023 werden die Telefonkarten bei den Telefonhäuschen, bei den Telefonzellen abgeschaltet. Im November 2022 wurden ja bereits die Münzeinwurf deaktiviert und damit gehören die Telefonzellen der Vergangenheit an. Und beim Thema Telefonkarten habe ich mal meine alten Telefonkarten zusammengesucht. Ich habe die nie professionell gesammelt, aber ich will euch mal zeigen, welche Telefonkarten ich hatte. Also, Rücksicht kommt an. Haha. Dann hatten wir von Orion Top Secret. Orion, so ein Erotikversender. Dann eine klassische ISDN, das war damals die Telefontechnologie. Dann eine Telekom-Karte. Und hier auch wieder über das Reden, was man sieht. Weitere Informationen zur Bildkommunikation. Hier Bildkommunikation, so sah das aus. Die Volks- und Raiffeisenbanken hatten damals den Slogan: Wir machen den Weg frei. Ich glaube, den haben sie heute noch immer. Hier haben wir Merkur Spielgeräte, hier mit so Pfennig, 3 Groschen in Spielstätten, spielen nach Lust und Laune. Hier hatten wir die Sparkasse Fürstenfeldbruck, die Telefonbanking damals eingeführt hat. Das war die Telefonnummer. Azubi Power, damit hat Daimler-Benz und AEG und Aerospace und andere geworben. Hier haben wir einen Pfeil von der Telekom. Das war Idee und Spiel, das waren Fachgeschäfte für Spielwaren. Über 800 pfiffige Fachgeschäfte für Freizeit, Hobby und Spiel. Auch sehr nett. Das war, glaube ich, auch eher von der Telekom ganz normal. Abwechslung, ja genau, Telekom. Das war eine super Karte, nämlich eine 3D-Karte. Hier, vielleicht sieht man es ein bisschen von einem Comicladen, Comic-Nostalgie, die mochte ich sehr gerne. Die meisten dieser Karten sind übrigens nicht abtelefoniert, sondern sind Geschenke, die irgendwo dann ins Archiv gewandert sind. Der Wegdienst der Telekom, Recycling von BMW. Hier haben wir, was ist das? LBS Bausparer. Hier kann man sich kaufen, wenn man will. Kunst oder kann das weg? Wildtier und Umwelt vom Deutschen Jagdschutzverband. Der Senkrechtstarter. Daimler-Benz Aerospace. Kabelanschluss mit scharfem S noch und vorder rechts von zart bitter bis zuckersüß. Ob nach Norden, Süden, Osten oder Westen, mit Telex klappt's am besten. Die Jüngeren unter euch werden nicht wissen, was ein Telex-Gerät ist. Ich habe noch meine Ausbildung auf einem Fernschreiber gemacht. Reden ist gut, handeln ist besser, sagt Forbes Wirtschaftsmagazin. 20 Jahre Umweltzeichen, so sah das aus. Was ist das? Was ihr wollt, was auch immer das ist. Telekom fragen. Das ist der Gipfel, das war wieder Telekom. Das war eine ganze Reihe. Wir bringen sie unter die Haube. So sahen dann Telefonhäuschen mal aus, nachdem man die gelben Häuschen abgeschafft hat. Jetzt sind ja diese Telefonzellen auch Geschichte. Die Endphase war ja dann nur noch so ein Ständer. Das Auge telefoniert mit, das sind ja schöne Aussichten. Hier haben wir dann nochmal das IQ-Tel aus der Komfortline. So sah das moderne Telefon aus. Hier wieder, wir schaffen Verbindungen. Da sieht man die Anschlüsse. Guck mal, Aufbau Ost. Das war Wiedervereinigung. Hier haben wir nochmal eine Kabelfernsehen-Variante. Deutschlands schönste Kabelinsel, die Fraueninsel am Chiemsee, verkabelt von Die Auskunft 11833. Das war gegen den Vandalismus von Telefonzellen. Mein Schluss mit dem Vandalismus, mit dem Telefonhäuschen mitmachen, nicht kaputt machen. Für die besten Verbindungen, Satellit, oh, guck an. Und das war eine Olympiaserie, da hatte ich 3 Teile davon. Und zwar von Team Olympia 92 Winterspiele, glaube ich, war das. Hier einmal Ski, einmal Eiskunst und einmal auch irgendwas, Paarlauf oder so, keine Ahnung, ich habe das, glaube ich, nie geschaut. Dann habe ich nochmal die Olympiaflotte von Seat. Seat-Händler, jawohl.
Das war Team Olympia 92. Und hier haben wir eine Mahnung, Holocaust, an den Holocaust. Das ist eine Künstlerin, die den Holocaust überlebt hat und dieses Bild gestiftet hat. Und im Hochformat habe ich auch noch welche. Ich möchte euch nicht langweilen, aber schauen wir sie kurz noch durch. Also, 700.000 Kilometer am Tag, das ist uns nicht zu viel. Deutscher Postdienst. Entschuldigung, das Telefonbuch ist auch vorbei. A bis K übrigens. Wenn es um Ihre Zukunft geht, sollten Sie aufs richtige Pferd setzen. Das war wohl irgendein Investment oder sowas. Keine Ahnung, was das war. Perspektiven, das weiß ich. Und hier, das fand ich gut, die Corona-Ausstellung, eine Landesausstellung. Das war mit Kunst, fand ich ganz gut. Die Schmidt-Bank hat das geliefert. Die Telekom hat hier einen Dirigenten. Die Telekom hat es mal mit 120 Groschen, Groschen war eine andere Bezeichnung für Pfennige, für 10 Pfennige. Okay, und hier LV 1871, Systemrente, sagt mir überhaupt nichts. Ein Labyrinth, das war auch die Telekom. Wozu Umwege machen? 1996 im Zeichen der T-Aktie. Ha, T-Aktie. Hier ein Bäcker. Wer von euch hat Telekom-Aktien gekauft? Wie heute informieren, morgen große Brötchen backen. Schön wäre es gewesen. Isar Amperwerke, ein Energiedienstleister bei uns. Madame, also hatte ja vorhin das Forbes-Magazin, hier hatten wir eine Zeitschrift Madame. Fünf ist Trümpf. Gottes Willen, dieses schreckliche Rolf, glaube ich, hieß der, der uns die neuen Postleitzahlen gebracht hat, nämlich die fünfstelligen. Vorher waren sie ja vierstellig. 4711, echt kölnisch Wasser. Sehr schön. Und die Eishockey-WM 93, auch das, ja, Warsteiner hatte uns die präsentiert. Das waren meine Telefonkarten, die wandern jetzt wieder ins Archiv. Ich glaube nicht, dass ich sie noch irgendwie abtelefoniere. Ich habe keine Ahnung, ob D-Mark-Telefonkarten auch noch in die heutigen Euro-Dinger passen. Keine Ahnung. Ja, vielleicht gibt es ja genauso Verrückte da draußen, die Telefonkarten sammeln. Ich habe sie einfach nur aufgehoben. Ich habe sie nie professionell gesammelt. Aber die Zeiten sind im Januar 2023 zu Ende. Danke. Ciao.